Willkommen zu einem neuen Vlog und mal wieder ein ganz normaler Vlog nach den Australien-Vlogs. Ich bin heute auf einem Essens-Event und heute ist mein Geburtstag. Und ich bin mit meiner lieben Kim. Ich habe schon gestern bei ihr geschlafen, ihr habt es auf Snapchat gesehen. Und sie hat mir einen ganz schönen Geburtstag jetzt schon gemacht. Gut, dass ich die Kamera gerade alles gemacht habe, ich bin so richtig doof. Also, aber jetzt ist sie an. Jetzt ist sie an, ja, aber ich habe gerade auf Nicht-Play gedrückt. Also eigentlich wollte ich euch nur zeigen, welche ganzen lieben Mädels da sind. Da vorne sitzen die Nie und die Marie. Die haben hier schon Decken, weil wir draußen sitzen müssen. Voll schlimm. Ich habe gerade aus Versehen wieder auf Nicht-Play gemacht, als ich euch alle gezeigt habe. So richtig doof. Ich laufe so überall rum. Ich so, ja, guck mal hier. Und dann immer so. Genau, da hinten seht ihr gerade nicht, da sitzen noch die Sarah und die Luisa. Und wir sind jetzt mal gespannt. Wir müssen noch die ganze Zeit draußen sitzen. Mhm. Aber wir haben schon eine Decke hier bereit. Ja, wir haben schon eine Decke. Voll gemütlich. Genau. Und guck mal, ich habe nicht nur von Kati gerade einen Blumenstrauß bekommen, den ich euch gleich nochmal zeigen muss. Ich habe auch gerade von Marie und von Nihan ein Geschenk bekommen. Voll schön. Voll niedlich. Und vor allem Marie hat mir gesagt, sie hat die Tasche selber genäht. Ja. Ich finde das so krass. So krass, ja. Oh, die werde ich auf jeden Fall für meine Make-up-Aufbewahrung oder irgendwie fürs Deko fürs Zimmer nehmen, weil ich finde das voll süß mit den Flamingos. Voll. Und das passt auch voll zu Marie. Ja, ja, mega niedlich. Ja, und jetzt gucken wir mal, wann wir gleich hier reinkommen. Okay, wir können rein. Voll die schöne Location schon. Welcome to Essen. Oh wow. Schön. Nicht schlecht. So, also hier sitzen wir gleich alle. Alle von Essence. Nee, gar nicht alle von Essence. Alle Vlogger und YouTuber. Und hier haben die so eine kleine süße, ach wie niedlich, so eine Schneekugel aufgebaut. Das ist ja voll cool. Schaut mal, da können wir bestimmt, können wir da reingehen? Ich weiß es gar nicht. Voll geil. Doch, guck mal, vielleicht kann man sich da hinsetzen. Ich glaube, der Schnee geht jetzt auch. Das wär richtig fett. Oh, dann sind wir alle eine lebendige Schneekugel. Ich glaube, da kann man schon reingehen. Nihan, geh da bitte rein. Hallo, bitte. Ich geh auf jeden Fall rein, ja? Und dann alle Federn in dein Haar. Bei uns gibt's keine Gesetze, okay? Ich mach das einfach. Auf einmal ging hier so eine Wand auf. Ach, ist das krass. Oh, cool. Oh wow! Oh mein Gott, guck mal, wie süß! Hier in diesem kleinen Schuppen, da liegen überall die Sachen drin. Niedlich! Wie geil! Wie in so kleinen Schneekugeln oder Christmas-Kugeln. So, wir gehen jetzt in den nächsten Raum. Und hier ist es ein bisschen glittery. Ein bisschen mit Lametta hier. Aber auch voll niedlich. Und hier, also gerade eben hatten wir die Nagellacke und hier sind jetzt. Es sieht so aus wie alle Sachen für die Augen oder fürs Gesicht. Von MAC, da kann man ja auch so leben. Ja, die kannst du bitte so genau zusammenstellen. Cool. The Cushion Eyeliner. Bitte was? Sehr schön. Cool. Ich kann bisher nur dieses Cushion Make-up, ne? Ja, ne? Ja, ich auch. Oh, und die Bürsten, die sehen richtig gut aus von den Mascaras. Ich finde einfach die Farbe voll schön. Ja, aber guck mal, diese Bürste, das sieht richtig gut aus. Ja, ich bin gespannt. Friends, es gibt Koffer voller Make-up. Ui. Kimi, unser Koffer. Ja, ich habe ja schon mal einen von Artemis bekommen. Hast du jetzt zwei davon? Hä? Hast du jetzt zwei davon? Ja. Geil. Naja, jetzt kann ich mal mit zwei schönen Koffern reisen. Ne? Jetzt habe ich gleichfarbige. Ich öffne jetzt mal mit euch zusammen den Koffer. Den Koffer. Tada! Wow, hier haben wir ganz viele kleine Säckchen. Hier sind überall die neuen Produkte drin für dieses Jahr. Hier haben wir zum Beispiel die Eis. Oh mein Gott, der Nägelsack ist ganz schön schwer. Ich pack das mal gleich hier vorne hin. Dann haben wir hier noch Face. Hier haben wir Lips und nochmal Face. Okay, lasst uns mal reingucken, was da so drin ist. Hier haben wir den ersten Sack und zwar Face. Also die Produkte sind dann die neuen, die ihr erwarten könnt. Neue Pinsel, ganz viel zum Color Correcten, Leute. Das braucht man definitiv. Dann haben wir hier so ein Miracle Water, das finde ich ganz geil, zum Make-up removen. Und da vorne ist noch ein mattes Fixing Spray. So, wir haben gerade vorhin eine schöne Fotosession gemacht, zu zweit, ne? Warte, halt mal bitte, ich muss euch die Fotos mal zeigen. Du bist hier so voll, du hältst so alles. Ich zeige euch ein richtig schönes Foto. Guck mal. Wir haben gerade so schöne Fotos gemacht, aber warte, ich zeige euch das Geilste. Wir haben so mit Effekten gespielt und so. Mega cool. Ist schon echt richtig schön geworden. Übrigens, das ist die Handyhülle, die Kimi mir geschenkt hat zum Geburtstag. Voll schön, oder?
Ja, aber jetzt musst du erst mal was trinken eben, oder? Ja, und dann machen wir mit den Luftballons hier ein Foto, oder? Ja. Ja. Und dann geht's los. Und hier seht ihr übrigens diese anderen Räume alle. Oh, hallo. Sarah erst mal so, guck mal, ich mach dir nach. Ja, das ist voll schön. Richtige Pros. Ja, jetzt bist du dran. Zeig, was du kannst mit dem Fotografieren. Hä? Also wir hatten ein Bein runter und eins dann so aufgelegt. Ja, also ist schon Training auch, ne? Wow, hier gibt's also jetzt Essen. Mega schön. Sieht so gut aus. Hier können wir uns dann gleich bedienen. Hier sitzen sie dann alle. Voll schön mit den Kronleuchtern hier. Geschenk bekommen und diese Luftballons und dieses Herz und ein Paket, was ich jetzt mal aufmachen wollte, und da ist übrigens diese Krone drin. Okay, wartet, ich zeig's euch mal. It's your birthday! Oh mein Gott, viel Konfetti mit einer Karte. Oh mein Gott, das ist so süß. Mega geil. Princess of the Day. Ich glaube, das war es ja auch schon. Aber guck mal, das ganze Konfetti. Ich bin immer so ein Fan davon, weil man das wiederverwenden kann für andere Geschenke. Und deine Luftballons. Oh, ja, meine Luftballons. Oh mein Gott, hier. Sie meinte gerade schon, sie ist 12 geworden. Aber nein, 21. Ah, geil. So rum. Voll niedlich. Das weißt du noch. Ja. Also an der Stelle echt nochmal ganz, ganz lieben Dank an Essens, wirklich. Also an meinem Geburtstag auf dem Event gehen war ja meine Entscheidung und nicht deren Entscheidung, mir dann nochmal schenken zu müssen. Aber es hat wirklich mein Herz erwärmt. Danke. So, wir sind im Hotel angekommen. Heute ist auch schon der nächste Morgen. Ich habe gestern echt nicht mehr gefilmt irgendwie. Und ja, das ist unser Hotelzimmer. Ihr seht es im Hintergrund. Es ist echt ganz schön. Und Flo und ich, wir haben jetzt gerade schon geduscht. Ich habe auch noch nasse Haare und uns was Gemütliches angezogen. Und ich glaube, hier könnt ihr sogar mein Outfit of the Day noch ein bisschen sehen. Hier so an der Seite so. Tada! Und wir wollen jetzt nämlich frühstücken gehen, weil noch ein paar Mädels da sind, mit denen wir jetzt ja noch ein bisschen quatschen möchten, weil Flo die alle ja noch gar nicht gesehen hat. Und Flo ist da teilweise auch cool mit dem. Und deswegen gehen wir jetzt mal zum Frühstück. So, jetzt wollte ich euch eigentlich das leckere Frühstück zeigen, aber wir haben schon alles aufgegessen. Schmeckt das, Flo? Ja, war gut? Sehr gut. War lecker, ne? Also so sieht es auf jeden Fall aus. Das Hotel ist echt ganz schön. Wir waren im Savoy Hotel in Köln. Also hier so mit Kamin und so, ist es zwar mega warm, aber es sieht echt total schön aus. Und hier haben uns gerade noch zwei liebe Mädels gejoint. Einmal die Maike und einmal die Laura. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass wir gleich auschecken. Ja, und ich habe mal wieder richtig gut zu Ende gevloggt. Jedenfalls hatte ich ein super, super schönes Wochenende. Und ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich jetzt sagen, findet ihr jetzt hier noch mein letztes Video. Und ihr könnt mich hier auch kostenlos abonnieren, um keine Videos von mir zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!